hat gesagt, die 12 Tage Pause hat die der Mannschaft gut getan? Ja, bis jetzt schaut es so aus, als wenn das der Mannschaft gut getan hätte. Sie sind alle gut trainiert, alle sehr fleißig, alle sehr hungrig wieder auf Spiele. Und gut, Schneider ist hier zurück und McGowan ist auch wieder im Trainingsbetrieb. Wie wird die Aufstellung aussehen? Können Sie da schon einen Hinweis geben? Nein, eigentlich noch nicht, aber McGowan und Schneider werden sicher spielen morgen. Schneider hatte ja auf dem Profiniveau jetzt nicht mehr gespielt. Welchen Eindruck haben Sie von ihm jetzt? Ja, einen sehr guten Eindruck, genau wie ich ihn kennengelernt habe in Hannover. Den Eindruck bestätigt er. Er ist bissig, hungrig, torgefährlich. Das war's. Jetzt geht's gegen Köln. Sie haben lange Zeit in Köln gewirkt. Ist es für Sie was Besonderes? Nein, ist für mich nichts Besonderes. Spiel wie jedes andere auch. Da geht es um 3 Punkte und vielleicht um den 3. Tabellenplatz bei einem Sieg. Ja, das spielt für uns keine Rolle. Wir wollen gewinnen. Alles andere, das sehen wir nachher, wenn die Runde vorbei ist. Wie wird die Mannschaft auflaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Kann man sich die Mannschaft so vorstellen, wie sie das in den letzten Spielen auch getan hat? Ja, es werden genauso mit demselben Kampfgeist, derselben Einstellung zu Werke gehen wie in den Spielen vorher. Jetzt geht es in die entscheidende Phase, letzte 8 Spiele. Die Spieler sprechen davon, das ist jetzt schon fast Playoff-Eishockey. Wie sehen Sie das? Ja, die Spiele haben jetzt Playoff-Charakter. Wir haben 3 Heimspiele und 5 Auswärtsspiele von den restlichen 8 Partien. Und da kann man schon von Playoff-Charakter sprechen bei jedem Spiel. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke.